Hey, hey, Hubix hier mit einem neuen Projekt für euch. Und ja, wir sind in Cities Skylines. Und ja, ich habe gedacht, ich versuche zumindest mal ein Let's Play zu machen, denn es gibt schon sehr, sehr viele auf YouTube, aber ich habe mir gedacht, wie bei jedem Spiel, komm, scheiß drauf, machst du halt auch eins. Und ja, da sind wir. Und wir werden natürlich erstmal ein Spiel starten. Neues Spiel. Okay. Sorry für die kleine Unterbrechung. War nochmal was kurz, wie immer. Man kennt es ja von mir. Ja, wir werden jetzt mal schauen, welche Umgebung wir uns aussuchen hier. Zwei Two Rivers. Ich glaube, die habe ich auch genommen. River Run. Eine von denen habe ich auf jeden Fall genommen. Ich würde gern mal diese hier nehmen. Ich muss halt schauen, wo am wenigsten Platz wäre. Einfach weil Sandy Beach, das klingt doch cool. Diamond Coast klingt auch nicht schlecht. Lagoon Shore, die haben ja alle Strand. Linksverkehr. Ist auch mal interessant. Aber geeignetes Baugebiet 69%, 63%, 68%. Ausgehende Verbindung, kein Schiff. Okay, Two Rivers unterstützt keine Schiffe. Da wäre ich eigentlich sehr stark dafür. Aber wie auch nicht, ich möchte an Shady Strands nehmen. Und ich nenne den Namen natürlich Hubex. Ne, nicht Hubex Town, das ist mein Privatspielstand. Ich nenne den Hubex City. Warum auch immer. Hubex City. Und wir werden mal beginnen. Und mal gucken, was wir so Schönes hier bauen können. Also man wird's sehen. Okay, hallo. Ich kenne mich aus. Zu der Info einiger Leute. Wer sich nicht auskennt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Denn meine Güte, ist das Gebiet hier klein oder täuscht das nur? Okay, das täuscht nur, weil ich natürlich meine schon ausgebaut habe. Ich weiß, was ich hier tun muss, generell gesehen. Ich kann noch nichts, natürlich hier noch nichts bauen. Ich möchte das hier später natürlich als Autobahn hier durchbringen. Wir schauen mal raus hier. Es ist nur eine Autobahn hier, eine generelle, eigentlich drei. Hier ist eine generelle Autobahn, hier ist eine generelle Autobahn durch. Diesen Gebiet habe ich halt noch nicht gespielt. Hier ist eine Bahnkreuzung, eine ordentliche. Das heißt, und hier ist auch Bahn. Bahn. Ja. Das ist eine gute Frage. Na gut, wir können heute mal die Map starten, falls irgendwie jemand eine andere Map. Und die gefällt mir eigentlich gar nicht, ne? Zum Hauptmenü. Sorry, die gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht so, weil ich hätte ein bisschen mehr gerne gehabt an Strecken. Ich glaube, ich nehme dann Islands. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und ich weiß, ich habe jetzt die Stadt nicht benannt, aber das kann ich eh noch immer hier drin machen. Sorry dafür kurz. Ja, 4 Minuten drinnen und ich glaube schon wieder nur vor mich hin, beziehungsweise ich mache nur Blödsinn. Das sieht doch schon eher aus nach einer Map, die mir besser gefällt. Die hat einen Berg hier drinnen. Die hat hier eine Autobahn, die hier oben lang geht. Hier auch noch eine Autobahn. Also hier so eine Rundautobahn, mehr oder weniger um mein Gebiet herum. Und die dann hier weiter in den Norden geht. Das heißt, ich kann hier eine Autobahn sehr gut durchmachen. Aber am Anfang werde ich hier erstmal ganz beruhigt das verbinden müssen. Es hilft nichts. Und dann mal hier hoch bauen. Hier ist ein Fluss, das heißt, wir können hier schön durchbauen. Hier ist das Meer, ich glaube, das ist dann eher das, die äußerste Kante schon. Hier ebenfalls, das heißt, wir können eher nach Norden erweitern. Wenn ich mir jetzt nicht so sicher bin, doch, ich glaube, dass es hier noch jeweils ein Feld gibt, aber hier oben noch mehrere. Ich habe zwei Mods drinnen. Einmal den Einbahnmod, mehr oder weniger, den man auch quasi upgraden kann zu Einbahnstraßen, beziehungsweise von Einbahnstraßen wie auf Zweibahn.
Verkehr und ja. Das ist halt mal eine gute Sache. Gut, wir werden mal zu Beginn hier schauen, dass wir nach oben kommen, denn hier wird es später noch eine Autobahn durchgehen. Das heißt, ich werde erstmal hier nach oben fokussieren, so ein bisschen. Und natürlich als erstes gleich mal Wasser bauen und Strom in Form von Windturbinen. Das werde ich alles hier bauen, denn hier scheint es mal viel Wind zu geben. Das heißt, das Ganze ist effektiver. Ich werde jetzt hier mal die Linie hinziehen, denn ich werde hier erstmal das erste kleine Gebiet bauen, dass man hier wohnen kann. So. Ich werde jetzt hier mal nichts Großartiges bauen. Ich habe hier vor, dann die Industrie quasi anzusiedeln. Die Straße kann ich gleich mal upgraden. Die Straße hier durch. Das wird ja eine wichtigere. Wie man schon sieht, ich werde es gleich machen. Besser jetzt, als wenn nachher kein Verkehr hier durchkommt. Das mache ich natürlich gleich. Ich habe natürlich ein bisschen einen SimCity-Gedanken auch dahinter, hinter dem Ganzen. Aber es geht eigentlich in Richtung. Aber eigentlich geht das Ganze eh nach meinen Vorstellungen so ein bisschen SimCity-mäßig, ein bisschen Free Build hier das Ganze. Okay. Bauen wir noch Abwassersystem. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, alles gleich am Anfang hier hinzuknallen. Das war auf jeden Fall dämlich, sehe ich gerade. Das ist erstmal schon mal, na gut, 500 Geld geht als Umzugskosten. 500, was haben wir hier als Währung? 500, keine Ahnung, was das sein soll. Erfundene Währung, Cities, City Dollar, wahrscheinlich. Ich sage jetzt einfach mal Dollar dazu, weil, keine Ahnung, einfach weil. Okay, dann machen wir erstmal hier ein bisschen Wohngebiet. Stört ja keinen. Ich weiß, es ist nur so ein Anfangsgebiet, da werden wir sowieso komplett umbauen noch nachhinein. Das heißt, wir scheren uns mal nicht hier, wie das so aussieht, und werden mal die ersten hier einziehen lassen. Ich hoffe natürlich, dass da gleich gebaut wird. Ja, natürlich, das hilft schon. Das brauche ich nicht mehr, das auch nicht mehr. Das heißt, ich kann hier auch gleich Gebiete reinmachen. Gut. Bei meiner Privatstadt habe ich schon 90.000 Einwohner und alle Felder gekauft durch den 5x5 Mod. Die generelle allgemeine Zufriedenheit ist eher niedrig. Na klar, ist es ja auch erst der Anfang. Jetzt kommt ein bisschen Industrie- und Gewerbeanfrage dazu, natürlich, weil ich hier die ersten Häuser habe. Ich werde das hier erstmal klein und simpel halten. Erreichen Sie Meilensteine, das kommt auch dazu. Ich will hier nichts upgraden noch. Aber ich würde mal sagen, ich baue dann hier mal so ein kleines Gewerbe rein, ein bisschen dichter. So mache ich das. Bisschen Gewerbe hier rein. Strom wird das noch eventuell haben. Strom muss ich am Anfang auch gucken, wo ich bleibe. Ich werde am Anfang eventuell wahrscheinlich Kredite aufnehmen müssen, weil ich nicht der, weil ich alles immer auf einmal möchte und das übersteigt irgendwann mein Budget. Und ja, dann bin ich meistens gleich mal ordentlich bankrott. Okay. Hochstraßen. Bauen von Hochstraßen können Sie die Straße mit Bild up und Bild down machen. Ja, das weiß ich schon. Danke, Spiel, trotzdem, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ist auch nur eine super Sache. Einfach mit Bild hoch, Bild runter kann man super Sachen bauen. Okay. Ich kann noch nichts in der Hinsicht bauen. Das heißt, ich kann nur Strom und Wasser bauen. Das werde ich erst können, wenn genug Einwohner hier sind. Sprich, eine Feuerwehr zu bauen, etc. Das heißt, ich werde jetzt mal hier lässig erstmal alles Industriegebiet machen. Hier könnte ich noch eine Straße durchziehen, fällt mir gerade so ein. So,
Zwar jetzt nicht die perfekte gerade Straße, aber das ist hier eh egal. Noch zumindest. Und ja, ich glaube, ich werde hier eine Brücke drüber ziehen. Naja, nicht jetzt eigentlich, nicht jetzt. Ich muss nur schauen, dass ich hier quasi eine schöne Verbindung hinbekomme. Hier ist keine Ampel. Perfekt. Das ist gut. Solange hier keine Ampel ist, wird hier alles tutti paletti laufen. Aber später werden wir hier quasi eine Autobahn durchbauen. Irgendwie mit einer Abfahrt hier, mit einem Kreisverkehr hier auch. Hier haben wir keine Energie mehr. Das habe ich natürlich vergessen zu basteln. Zu basteln ist auch eine gute Ausrede. Erstmal hier hin. Und wie schaut es dann mit der Energie generell aus? Brauchen wir nochmal ein Kraftwerk? Es geht eigentlich. Wir haben leichte Einnahmen. Zwar nicht viel, aber trotzdem, sie sind da. Wir werden jetzt ein bisschen schneller vorspulen, dass es ein bisschen beschleunigt wird hier am Anfang. Und dann werden wir mal gucken, was wir generell draus machen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht so eckig zu bauen. Aber anscheinend geht es schon wieder so in die Richtung hin, dass ich mich SimCity schon wieder eingeholt habe. In der anderen Stadt habe ich überhaupt nicht eckig gebaut. Und hier wird sich ein schöner Staudamm anbieten. Aber das ist komisch, ein Staudamm in diesem Spiel, wenn du es zu hoch staust, tritt das Wasser über die Ufer. Also sehr realitätsnah. Das heißt, man muss darauf auch aufpassen. Und wir machen $400 pro Woche, pro Tag, wie auch immer. Sowas in der Richtung halt. So. Okidoki, machen wir auch hier wieder das kleine Sträßchen hier rein. Meine Güte, machen wir es halt durchgängig. Ist auch nicht das Problem. So, kleiner Weiler. Heißt das dann in der deutschen Übersetzung? Okay. Ist auf jeden Fall komisch und nett, aber... Habe ich noch nie gehört, den Begriff, aber das wird ein Deutscher sein dann wahrscheinlich. Gut, dann machen wir hier mal die ersten, nochmal weitere Wohngebiete, denn es ist die einzige Anfrage, die wir noch haben. Und hier wird nach Arbeiter gefragt. Das schaffen wir in dieser Zeit erstmal, bevor die Betriebe wieder schließen, machen wir hier erstmal ordentlich Nachschub. Hoffentlich natürlich. Ich kann das nicht beeinflussen. Aber hier scheint es mal schon regen Verkehr zu geben, was ich gut finde. Hier kommt aber auch nicht so viel nach, oder? Also das ist so eine Auffahrt. Okay, die geht so rüber, so rüber, so rüber, so rüber. Okay. Dann sehe ich schon, wie das läuft hier. Die Arbeiter werden hier noch gesucht. Nicht genügend Arbeiter. Wie sieht es aus mit neuen Gebäuden? Ich bin gerade dabei. Ah, ich kann jetzt Gesundheits- und Schulbildung bauen. Das heißt, ich kann jetzt eine Volksschule bauen. Was wiederum heißt, wir können das erste Gebäude schon mal vergessen hier. Und wir bauen jetzt erstmal die Volksschule hin. Einfach weil dann können zumindest ein paar Leute schon wesentlich mehr gebildet. Parks können wir auch noch nicht bauen. Wir können noch ein Gesundheitswesen bauen. Aber ich finde erstmal, Bildung ist erstmal wichtiger. Müll können wir jetzt auch eine Deponie hinplatzieren. Die Deponie wird natürlich dann... Ja, Wasser ist natürlich immer schlecht. Aber die kann ich dann hier reindrücken. Weil hier sowieso noch keiner gebaut hat. Okay. Finde ich gut. Okay. Sobald wir die Autobahn bauen, können wir hier mal eine durchziehen, grob. Zumindest mal verlängern. Und hier irgendwo dann eine Abfahrt machen. Was dann natürlich eine super Alternative ist. Und die Häuserbereitschaft, beziehungsweise die Einwohner, wollen wieder kommen. Das heißt, wir verlängern das Ganze hier mal. So. Und verlängern auch erstmal hier durch. Ist ja egal, wenn es ein bisschen schief ist. So. Dann werden wir mal das machen. Kleine Abschnitte. Dass wir das hier ein bisschen besser bebauen. So. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser ist ausgezeichnet versorgt. Wir haben hier Gebiete noch, die wir basteln können. Das wird erstmal hier weggemacht. Und ich weiß, die ganze Stadt hat keinen Strom. Das ändern wir gleich. So. So.
Das haben wir erstmal schön geändert und wir sind ein würdiges Dorf. Wir können jetzt mehr Sachen machen, das heißt, wir können uns jetzt sowas wie eine Feuerwehr bauen. Was jetzt wiederum gut tut, der Stadt, ich werde einen ins Industriegebiet bauen. Beziehungsweise ich muss einen ins Industriegebiet bauen. Weil die sind feuergefährdeter als die Stadt selber. Und wir bauen jetzt hier noch einen in die Stadt. Das haben wir gleich zwei gebaut. Das hat natürlich ordentlich gekostet. Dafür sind wir gleich vor Feuer sicher. Und wir brauchen aber noch ein bisschen Strom, sehe ich gerade. Sorry dafür. Dann muss ich noch ein bisschen hierauf sparen. Haben wir gleich eigentlich per Hand. Sollte eigentlich möglich sein. Gesundheitswesen wird benötigt. Ja, wir brauchen erstmal Strom. Kann ich jetzt schon ein Darlehen erwirken? Oder nicht? Das ist auch meine Frage. Kann ich? Oder kann ich noch nicht? Ich kann. Ich nehme erstmal das dicke Darlehen. Das macht weniger im Budgetloch rein. Da habe ich wieder 60.000. Das heißt, ich kann auch im Gesundheitswesen erstmal hier ein erstes Gebäude hinpacken. So. Haben wir hier eine Arztpraxis. Und dann wird natürlich wieder nach Gewerbe gefragt. Hier ist schon wieder Bedarf an Strom. Kein Problem. Das machen wir schon, das machen wir schon. Wir haben es noch. So. Oh, das war falsch. Das muss ich unbedingt korrigieren. So. Wir haben wieder Strom und dann mache ich hier noch Gewerbe hin. Das ist vielleicht ein bisschen weit gelangt gerade. Ich möchte nicht viel weiteres bis hier hinbauen, ehrlich gesagt. Hier erstmal nochmal Gewerbe bauen. So. Gewerbe hier. Wohngebiet hier. Und Wohngebiet hier. So. Ich kann es jetzt mal so erstmal irgendwie lassen. Also nicht das Problem hier. Das ist nur das erste Gebiet und wir sind schon eine winzige Kleinstadt. Gut, 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 gut. Haben wir das jetzt gemacht? Und schon... Ach ja, was ich noch fragen wollte, wie soll ich das eigentlich mit den Namen halten? Wir haben hier... Ja, komm. Nehmen wir das ganze Gebiet mal mit rein. Erstmal das erste Gebiet. Ich lasse erstmal die Namen. Ich kann natürlich auch quasi, wenn ihr wollt, natürlich Vorschläge laufen lassen. Habe ich die Autobahn? Wann bekomme ich die Autobahn? Die komme ich bei 2200 Einwohner. Aber ich kann große Straßen bauen noch immer. Ja gut. Ich kann Einbahnstraßen machen. Okay. Das kann ich jetzt auf jeden Fall. Wasser haben wir noch. Wie schaut es mit dem Strom aus? Strom geht eigentlich auch klar. Wie viel brauche ich denn für ein Wasserkraftwerk? Brauche ich 8500 Einwohner. Na gut, also noch ein bisschen ein Weg hin. So. Am Anfang geht es natürlich etwas schneller dahin, da wir quasi nicht die Ressourcen haben, die wir brauchen. So. Erstmal hier, tschack, tschack, tschack. Es wird natürlich alles abgegradet, früher oder später. Wir brauchen natürlich dann auch mehr Schulen, mehr Arbeiter, etc. etc. Aber solange hier nichts ist, können wir auch nichts großartig anbauen in der Richtung. So. Wir müssen das erstmal so machen. Wie schaut es eigentlich aus mit der Feuerwehr? Die Feuerwehr kommt hier noch hin, hier nicht. Hier bräuchte ich dann eine neue gleich direkt. Das mache ich mal. Kann ich von hier eine bauen? Das ist die Frage. Geht das? Geht nicht. Das geht aber. Okay. Das geht klar. Okay. Feuerwehr hier.
Wie schaut es hier aus mit der Arztpraxis? Arztpraxis würde hier auch gefragt sein, wieder eine neue. Polizei generell bräuchte ich mal. Das heißt, die packe ich hier hin. So. Und wir haben noch ein bisschen Plus. Wir haben das hier jetzt gebaut. Das heißt, die Schule werde wieder als nächstes dran kommen. Schule ginge dann wieder hier los. So, neue Dienstleistungen haben wir. Wir haben also hier solche Statuen bekommen. Okay, wir können jetzt Parks bauen. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Da werden wir erstmal so ein paar kleine Parks hier mitten reinschummeln. Beziehungsweise, ja, nicht mitten reinschummeln, das geht ja nicht. Es muss an eine Straße angeschlossen sein. Da werde ich jetzt ein bisschen hier tricksen. Einfach weil. Ah, ich habe. Doch, ich habe genügend Geld. Ich wollte schon sagen. Aber hier ist trotzdem zu wenig Strom. Wir sind wieder an der Leistungsgrenze angekommen. Am Anfang werde ich alles für Windkraft machen, dass die Zufriedenheit schneller hochgeht. Es wird am Anfang so ein bisschen teurer. Aber es geht eigentlich sonst klar. Gut, ich brauche noch eine Windturbine für 6000. Ja, da werden wir uns wohl nochmal ein Darlehen holen. Ich weiß, es ist am Anfang ein bisschen viel. Aber am Anfang gehe ich erstmal lieber ein Risiko, dass wir hier schön ausbauen können, wie wir wollen. So. Da ist die Stadt schon am Wachsen und Gedeihen. Und das kann schon weg hier. So wie das, das, das. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. Zu viel des Guten. Wie machen wir das jetzt? Hier rein vielleicht schon. Okay. Aber der Rest hier. Haben wir hier noch irgendwie eine Leitung? Ne, haben wir nicht. Aber das können wir dann quasi noch beeinwohnen lassen, sage ich jetzt mal zu. Und dann, tschak, 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 können wir wieder starten. So, das macht das nämlich, das System. Wir haben nicht komplett, tschak, tschak, baue ich halt wieder zwei hin. Kostet eh nur 160 im Monat, zumindest eins davon. Kostet 80. Industrie ist genug da, Mülldeponie ist zu 9% voll. Das ist gut. Wie schaut die generelle Einstellung zur Stadt aus? 85%, 79% im Gewerbegebiet und 90% im Industriegebiet. Das lässt sich doch sehen. Mehr können wir im Moment nicht machen. Wir haben gerade minus 30 im Monat, plus 52. Wir sind jetzt gerade so an einem Turning Point eigentlich angelangt. Das heißt, wir sind ziemlich gut unterwegs. Bei 2200 kann ich dann Autobahnen bauen. Dann sollte ich den Verkehr auch ein bisschen in den Griff bekommen. Stadtviertel, ja, ich weiß, sind gewünscht auch, groß gesagt. Hier scheint es zu laufen mit den ganzen Windkraftwerken. Das geht eigentlich vollkommen klar gerade. Wir brauchen ein bisschen mehr Industrie. So. Geht das? Das geht. Und wir machen die nochmal hier, da und dort. So, da sollte eigentlich alles passen hier dann. So. Meine Maus spinnt wiederum. Das wird schon werden. Mit dem Strom. Ja, es ist schon geworden, sagen wir so. Wie schaut es jetzt aus mit der Umweltverschmutzung? Das werden wir erst mit der Zeit sehen. Hier im Industriegebiet. Und ja. Sieht doch mal nicht schlecht aus für den Anfang. Also, wie gesagt, Längenvorschläge hätte ich auch gerne noch. Bei 2200 werden wir dann erstmal stoppen. Heute. Das schaffen wir noch. Sollten wir eigentlich gleich schaffen, eigentlich. Das wollte ich eigentlich nicht so bauen noch, aber das geht sich auch noch aus. Wir brauchen das Gebiet hier noch. Hier ist mit Wasser versorgt, dass wir die 2200 eigentlich schaffen.
Ich weiß, es ist ein bisschen blockig schon wieder geworden. Wollte ich eigentlich nicht zur Hand haben. Aber manchmal bleibt uns nichts anderes übrig. Wenn es schon das Gebiet so schön anbietet. Und bam, wir haben die 2200 geschafft. Wir können jetzt mehrere Sachen machen. Wir haben jetzt Autobahn etc. etc. Und neue Gebäude bliblablu. Und ja, ich werde jetzt hier mal speichern. Ich hoffe, dass ich das nicht drüber speichere. Das ist jetzt Hubex City. Und wenn ihr mit mir auf Steam befreundet seid, könnt ihr das auch, glaube ich, dann runterladen. Ich werde das dann regelmäßig auf Steam in dem Workshop stellen, falls Interesse besteht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dorthin, spielt schon brav weiter.